Ein Amtsrichter in Weimar erklärt mit einem Beschluss die gesamte Corona-Politik, insbesondere die Schulpolitik und die Hygienemaßnahmen, für unwirksam und rechtswidrig. Kann es das sein? Ist der Beschluss überhaupt echt? Nun, mittlerweile äußert sich heute am Sonntag, dem 11.04., auch die thüringische Landesregierung dazu, gibt ein paar Details. Wir wollen mal kurz juristisch betrachten, was es mit dem Beschluss auf sich hat, und zwar nur aus einer juristischen Sicht, nicht der epidemiologischen, medizinischen oder der Frage, ob das pädagogisch sinnvoll oder nicht. Dafür gibt es andere Experten. Zunächst einmal war die erste Frage, wie kann es denn sein, dass ein Familiengericht beim Amtsgericht eine Entscheidung darüber trifft, ob die thüringischen Corona-Verordnungen und insbesondere die Hygienepläne der Schulen unwirksam sind? Das ist eigenartig, denn tatsächlich sind typischerweise dafür zuständig die Verwaltungsgerichte. Aber es gibt im BGB tatsächlich ein Verfahren, was über Eilanordnungen, also einstweilige Anordnungen, es Richtern ermöglicht, Verfügungen zu treffen. Das ist zum Beispiel eine Sorgerechtsverfügung, also eine Anordnung dazu, dass ein Kind nicht mehr bei der Mutter oder nicht mehr beim Vater untergebracht werden soll. Und tatsächlich sagt das Gesetz im Absatz 4, dass sogar Anordnungen gegenüber Dritten getroffen werden können, zum Beispiel für solche Sorgerechtsentscheidungen. Der Münchner Kommentar nennt dazu als Beispiel, dass eine psychiatrische Klinik, die sich weigert, ein Kind aufzunehmen, durch einen Familienrichter angewiesen werden kann, dieses Kind aufzunehmen. So ist also der Anwendungsbereich tatsächlich eröffnet, dass ein Zivilrichter Anordnungen treffen kann. Typischerweise ist diese Vorschrift gedacht für Kindeswohlgefährdungen, also Sorgerechtsentscheidungen, Umgangsentscheidungen. Das ist auch das, was man in der Kommentarliteratur findet. Natürlich findet man dort nichts zu Corona-Maßnahmen, Hygienemaßnahmen oder dergleichen. Und da hat sich wahrscheinlich der Richter am Amtsgericht gedacht, sorry, could not resist, ich habe hier diese beinahe unbeschränkte Befugnis, die also nicht beschränkt ist auf bestimmte einzelne Maßnahmen, sondern alles, was im Interesse des Kindes ist, kann durch einen Familienrichter formal gesehen angeordnet werden, dachte sich zumindest der Richter. Die Voraussetzungen für solche Anordnungen sind die Verhältnismäßigkeit. Das bedeutet, er darf nur die erforderlichen Maßnahmen treffen, die geeignet sind und die Verhältnis im mäßig im engeren Sinne sind, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Wenn jetzt einmal ein Richter davon ausgeht, dass Masken gesundheitsgefährdend sind für Schüler, für Kinder und Jugendliche, wäre es durchaus denkbar, dass ein Richter sagt, ich weise die Eltern an, den Kindern nicht zu gestatten, zur Schule zu gehen. Das wäre eine solche Maßnahme. Auf der anderen Seite hat der Richter aber auch gesagt, dass den Schulen vorgeschrieben werden soll, Präsenzunterricht abzuhalten. Und das ist das Interessante an diesem Beschluss, wenn wir uns den mal anschauen. Also hier wird also zunächst mal adressiert den Leitungen und Lehrern der Schule der Kinder A und B. Die werden namentlich in dem Beschluss genannt. Also hier ist eine anonymisierte Version. Dort soll diesen Lehrern und Leitern vorgeschrieben werden, die folgenden drei Maßnahmen nicht mehr vorzuschreiben, nämlich FFP2-Maske zu tragen, Mindestabstände einzuhalten oder Schnelltests anzuordnen. Gerade die Nummer 2 ist wirklich interessant. Darin heißt es, Mindestabstände untereinander oder zu anderen Personen einzuhalten, die über das vor dem Jahr 2020 Gekannte hinausgehen. Was hat der Richter da angeordnet oder gemeint, dass sozusagen Erkenntnisse, die nach 2020 entstanden sind, auf keinen Fall berücksichtigt werden können? Welches gekannte Maß ist damit eigentlich gemeint? Das waren die Stellen, wo man sich als Jurist gedacht hat, das kann eigentlich gar nicht echt sein. Auf der anderen Seite ist der Einwand, dass es so idiotisch, dass es nicht echt sein kann, in den meisten Fällen dadurch zu widerlegen, dass es tatsächlich verrückte Sachen und Entscheidungen gibt. Natürlich gibt es immer wieder täglich Entscheidungen, die nicht bestimmt genug sind, um vollstreckt zu werden. Und so ist auch das jetzt kein sicheres Indiz dafür, dass das kein echter Richter war, zumal mittlerweile eine Version vorliegt, wo ein Name genannt wird von einem Richter, der auch tatsächlich existiert und auch von Anwälten, denen man das zutrauen kann. Ganz sicher wissen wir es vielleicht erst dann, wenn sich das Gericht dazu äußert. Aber die Landesregierung Thüringen hat ja auch schon eine Stellungnahme dazu abgegeben, indem sie sich kritisch mit dem Fall, mit dem Text auseinandersetzt und einerseits also sagt, dass dieser Beschluss noch gar nicht wirksam bekannt gegeben sei. Und das ist tatsächlich ein formales Kriterium. Also eine solche Anordnung muss bekannt gegeben werden, und zwar auch gegenüber den Dritten. Das sei bisher noch nicht geschehen. Es bräuchte also eine Vollziehung dafür. Bis dahin hat das Ding formal gesehen erst einmal keinen Bestand. Was auch interessant ist,
Hier wird auch aufgegriffen, die verschiedenen Schwächen in der formalen Seite dieses Beschlusses, dass nicht genau bezeichnet ist, wer eigentlich gemeint ist. Wer sind denn jetzt die Lehrerinnen, Lehrer, Schulleiter oder Leitungen, die in dem Beschluss als Adressaten genannt werden? In dem weiteren sehr umfangreichen Beschluss ist die Rede davon, dass das Land Thüringen auch beigeladen war, sich aber dazu nicht geäußert hatte. Ja, wir haben also Anordnungen, die erstaunlich sind, weil sie über das eigentlich erforderliche Maß hinausgehen. Aber das wäre jetzt eigentlich nur ein materieller Fehler. Was man sich jetzt fragen kann, ist das hier eigentlich schon Rechtsbeugung? Rechtsbeugung ist nach dem Strafgesetzbuch strafbar als Verbrechenstatbestand, Mindeststrafandrohung 1 Jahr bis zu 5 Jahre, wenn ein Richter zulasten einer Partei das Recht beugt. Aber was ist jetzt Rechtsbeugung? Das steht im Gesetz nicht richtig drin, also wenn er absichtlich das Recht falsch anwendet. Auf die Idee könnte man schon kommen, wenn jemand sozusagen ganz bewusst die Kompetenzen überschreitet. Aber hier wird man sich wahrscheinlich eher schwer tun, eine solche Kompetenzüberschreitung festzustellen, weil die Maßnahme vielleicht nicht verhältnismäßig war. Und ob sie begründet war und erforderlich, ist nochmal eine ganz andere Frage. Sicherlich wären andere mildere Mittel. Aber wenn es denn wirklich so wäre, dass Masken gesundheitsschädlich wären. Lass uns das für einen Augenblick einfach mal annehmen. Man könnte es auch gleichsetzen mit der Hypothese, die Schule würde ihre Kinder verprügeln. Wäre es dann eine geeignete Maßnahme eines Familienrichters zu sagen, die Schule wird angewiesen, die Schüler nicht mehr zu verprügeln? Und da könnte man durchaus auf die Idee kommen, dass auch ein Familienrichter eine solche Kompetenz hat. Jedenfalls ergibt sich die Beschränkung nicht ausdrücklich daraus. Das bedeutet vorläufig, dass vermutlich wir noch keine strafbare Rechtsbeugung des Richters haben. Das tut mir jetzt für diejenigen leid, die sagen, das kann doch nicht sein, das darf doch nicht sein. Aber wir haben eine gewisse Unabhängigkeit der Richter und die Justiz tut gut daran, sie hochzuhalten, die Unabhängigkeit. Man könnte fast sagen, es ist gut, dass wir in einem Land leben, wo Richter auch kompletten Unsinn im Blicke des Betrachters ausurteilen dürfen, was später dann vielleicht irgendwo wieder revidiert und korrigiert werden kann, aber dass ein Richter zumindest keine Angst davor haben muss. Ob dieser Richter jetzt Karriere machen wird im Freistaat in Thüringen oder nicht, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber zunächst einmal haben Richter bestimmte Freiheiten und da hat sich jetzt ein Richter gedacht, lass uns die mal ausdehnen. Ich denke schon, dass er sie überschritten hat. Auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, dass es noch keine Rechtsbeugung sein mag, sind die Grenzen von dem, was ein Familienrichter anordnen darf, hier sicherlich überschritten, weil die Maßnahme nicht erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinn war. Aber das ist wiederum eine materielle Frage, wo es um die Frage geht, ist es denn notwendig, diese Anweisungen im Beschluss zu treffen, beispielsweise, dass die Schulen angewiesen werden, Präsenzunterricht durchzuführen. Hier hört man dann doch eher eine politische Agenda heraus, wenn es hier in dem Beschluss also heißt, den Leitungen und so weiter wird geboten, für diese und alle weiteren an diesen Schulen unterrichteten Kinder und Schüler den Präsenzunterricht an der Schule aufrechtzuerhalten. Und das ist die nächste Auffälligkeit in diesem Beschluss, dass nämlich nicht nur für die Kinder, die Gegenstand des Verfahrens waren, diese Anordnung getroffen wird, sondern man sieht es auf der allerletzten Seite. Im letzten Satz sagt der Richter, bei der Gelegenheit, da die Mitschüler der im Tenor namentlich genannten Kinder in gleicher Weise betroffen sind, hat das Gericht diese Entscheidung für diese mitgetroffen. Das klingt nicht nur anmaßend, ist es auch. Der Richter hat quasi bei der Gelegenheit gesagt, das gilt jetzt nicht nur für die Kinder, die Gegenstand dieses Verfahrens waren, sondern für alle anderen mit. Hätte man bei der Gelegenheit gleich sagen können, gilt für alle Schüler in Thüringen oder in der Bundesrepublik oder auf der ganzen Welt. An der Stelle hat der Richter wohl sehr deutlich seine Kompetenz überschritten. Das ist etwas, was übrigens auch in der Stellungnahme der Staatskanzlei zum Ausdruck kommt, was also etwas eigenartig an diesem Beschluss ist. Das ließ uns zunächst einmal gestern Nacht alle daran zweifeln, dass ein Richter wirklich auf die Idee kommen könnte, sowas zu machen. Auch die Diktion des Schreibens ist eigenartig. Es klingt eigentlich so, als hätte er den Schriftsatz der Anwältin hier reinkopiert. Ich hätte bei gestern eher eigentlich erwartet, dass es sich um ein Fake handelt, dass also hier eher ein Recycling des anwaltlichen Schriftsatzes stattgefunden hat, als dass wirklich ein Richter das so beschlossen hat. Nachdem die Staatskanzlei das den Beschluss für echt hält und mir auch andere Personen jetzt eine nicht anonymisierte Fassung, allerdings auch nicht eine Kopie einer Ausfertigung, sondern auch nur eine elektronische OCR-Scan-Version von einem PDF wahrscheinlich zugeschickt haben,
müssen wir zumindest davon ausgehen, dass es tatsächlich einen solchen Beschluss gibt. Denn die Anhaltspunkte, warum es den nicht geben sollte, waren eigentlich eher der Natur, dass ein Richter nicht so verrückt sein würde, einen solchen Beschluss zu erlassen. Aber da es verrückte Menschen gibt, kann das eben auch so sein. Und das Amtsgericht Weimar ist ja schon mal in der Corona-Krise mit einer besonderen Rechtsprechung aufgefallen, als nämlich ein Richter in einem Bußgeldverfahren, ein anderer Richter übrigens, kurzerhand gesagt hatte, dass die Ausrufung der, wie heißt es nochmal im Infektionsschutzgesetz, epidemiologischen Lage von bundesweiter Tragweite oder so ähnlich, jedenfalls etwas, was durch einen Bundestagsbeschluss erfolgt, dass das unwirksam sei. Da hat also der Amtsrichter gesagt, dass der Bundestag einen unwirksamen Beschluss gefällt hat. Das steht auch nicht in dem Kompetenzbereich eines Amtsrichters, aber vielleicht ist das eben gerade typisch für Amtsrichter, dass die einfach manchmal auch unkonventionelle Entscheidungen treffen. Was bedeutet das jetzt für Lehrerinnen und Lehrer in Thüringen oder anderswo? Man kann sich vorstellen, dass jetzt Eltern, insbesondere die aus der Querdenkenbewegung, zu den Schulen hingehen und sagen, hey, ihr dürft meinen Kindern keine Masken mehr verordnen oder Schnelltests durchführen oder gar empfehlen oder erzwingen. Dadurch wird das Kindeswohl gefährdet. Richtig ist, es gibt Richter, zumindest einen in diesem Land, die der Meinung sind, das ist eine Gefährdung. Die haben jetzt dadurch keine strafrechtliche Verfolgung der Lehrer vorgenommen, sondern einfach nur eine Weisung erteilt, die vermutlich aber auch keinen langen juristischen Bestand haben wird. Für Beamte ist es eigentlich recht einfach. Man holt sich die Anordnungen, Weisungen des Dienstvorgesetzten ein. Also Lehrer geht zu seinem Schulleiter, zu seiner Schulleiterin, die wiederum zum Ministerialbeauftragten oder dem entsprechenden Beamten im Ministerium und so nimmt es dann seinen Lauf. An der Stelle sagen natürlich manche Querdenker, du musst remonstrieren, du darfst nicht einfach dir die Weisung einholen lassen, du musst selbst erkennen, was Sache ist, wie bei den Mauerschützen und da wird dann dieser brachiale Vergleich geschlossen, dass also derjenige, der in DDR-Zeiten die Weisung erhielt, auf Flüchtlinge zu schießen, genauso zu behandeln ist wie ein Lehrer, der den Kindern heute vorschreibt, eine Maske zu tragen. Und da gibt es tatsächlich ein paar Unterschiede. Selbst wenn Masken rechtswidrig oder schädlich sein könnten, so ist die Offenkundigkeit des Unrechts mit Sicherheit eine andere. Denn ganz gleich, in welchem Lager man steht, zu Masken gibt es nicht die gesicherte Erkenntnis, dass sie tödlich sind. Denn die Fälle, die zum Beispiel ein Bodo Schiffmann vorgebracht hat von Kindern, die gestorben sind aufgrund von Masken, haben sich nicht nachweisen oder recherchieren lassen. Im Augenblick ist der Stand der Wissenschaft doch der, dass Masken einen gewissen Schutz bieten, wenn auch keinen hundertprozentigen, aber jetzt wollen wir gar nicht in die medizinischen Fragestellungen rein. Bedeutet also, so wie es auch hier die Staatskanzlei in Thüringen sagt, der Beschluss hat formal zunächst ohnehin keine Auswirkung. Von der rechtlichen Einschätzung ändert sich eigentlich daran auch nichts, denn für die Hygieneregeln sind die Ministerien zuständig. Ja, Schulleiter haben gewisse eigene Pflichten und Verantwortungsbereiche, aber sie können insbesondere, wenn sie die auferlegten Hygienevorschriften des Landes beachten, schwerlich in eine eigene strafrechtliche persönliche Haftung gelangen. Und da hatten wir schon letztes Jahr dieses Thema mit persönlicher Haftung wegen Arbeitsschutz. Da haben wir Unfallversicherungen, die diese Haftung übernehmen, es sei denn, wir haben Fälle von Vorsatz, die wohl nicht vorliegen, solange man sich darauf berufen kann, dass man einer zumindest plausiblen, wissenschaftlich begründeten Weisung folgt. Insofern, ja, ist ein Paukenschlag, ist sozusagen ein Aufreger, der auch mich dazu gebracht hat, am Wochenende mal ein Video zu produzieren. Aber es ist nicht das Ende der Pandemie, nicht durch einen Amtsrichter in Weimar. Vermutlich ist es auch keine Rechtsbeugung. Interessant wird sein, wie dieses Urteil, dieser Beschluss vielleicht aufgehoben werden soll, denn ein Rechtsmittel ist dagegen nicht möglich. Nun, das Einfachste wäre, dass einfach ein neuer Beschluss ergehen könnte. Jetzt muss man natürlich die Zuständigkeit des Richters beachten. Also der Direktor des Amtsgerichts darf natürlich diesem Richter nicht sagen, du musst jetzt deinen Beschluss aufheben, denn so unabhängig ist er. Es müsste erst eine neue Besetzung oder eine neue Zuständigkeit entstehen. Vielleicht kann auch das Obergericht einfach einen neuen Beschluss in der Sache erlassen, ohne den alten dadurch aufzuheben. Er würde ihn im Grunde genommen nur gegenstandslos machen lassen. Da werden sich die Juristen wahrscheinlich jetzt im Augenblick überlegen, wie sie mit diesem Fall umgehen. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Große Aufregung verdient es aber nicht.